Hallo, herzlich willkommen zu Querschläger, einer neuen Ausgabe im August. Das geht jetzt Schlag auf Schlag, weil wir haben ja noch einen Haufen Material, haben wir mal gesichtet und noch einen Haufen gefunden. Live passiert ja immer noch nicht viel, außer so kleineren Sachen. Im Komma waren ein paar interessante Sachen hier in Gera. In Jena, das Rock am Meer fällt ja aus und ja, weiter kann ich euch jetzt da gar nichts berichten, ob noch irgendwo was ist. Also bringe ich euch erstmal hier ein paar aus der Konserve, Sachen, die ich noch nicht gesendet habe. Und die wir mit dem Hardline TV Berlin gedreht haben. Ja, und anderen geht es da jetzt gleich los mit Huntress, kommt zum Anfang. Die haben sich 2009 gegründet in Los Angeles und die Sängerin Jill Janis, die hat die Sache gegründet und die kommt aus dem Opernbereich, aber hat immer ein Faible für Heavy Metal gehabt und das hat sie dann auch ein paar Jahre durchgezogen. 5 LPs haben sie geschafft und wir haben die beim Metalfest in Dessau, 2012 war das, haben wir die gefilmt, haben wir ein paar Ausschnitte. Das Traurige an der Sache ist, dass die Jill Janis vor anderthalb Jahren sich das Leben genommen hat. Die ist aus der Welt geschieden und ja, wie es da jetzt mit Huntress weitergeht, weiß ich im Moment auch nicht. Jedenfalls in Erinnerung an Jill Janis und Huntress möchte ich euch die Ausschnitte jetzt noch bringen, auch wenn sie schon 8 Jahre alt sind. Dann geht es weiter mit Malibu and Creation aus Florida. Die haben sich 1987 gegründet, das ist schon eine Weile her, ein Urgestein des amerikanischen Death Metal. Die haben auch schon über 13 LPs draußen. Und hier ist dasselbe, auch vor anderthalb Jahren ist der Sänger Brett Hoffman gestorben an Krebs. Der ist zwar auch nicht mehr da. Die Aufnahmen sind aber von diesem Jahr mit einem anderen Sänger. Ich glaube, das ist der Bassist, oder irgendwie weiß ich es jetzt gar nicht genau. Die sind aus Berlin, im Nuke sind die gedreht worden, die Aufnahmen. Ja, schaut euch das jetzt nochmal an. Ordentliche Musik, 87, das ist eine ungemein tolle Band. Und weiter geht's dann ein bisschen mit Pagan Metal geht es dann weiter, mit Hellbrunner, die gibt es seit 2001, die kommen aus Münster und Osnabrück und die machen einen Pagan Metal mit intelligenten und tiefgründigen Texten, hört euch das mal an. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2018 und sind beim Rock for Roots in Nauen aufgenommen worden. Ja, das reicht für heute erstmal und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ja, jetzt scheint sogar die Sonne mal wieder nach den Unwettern letztens. Und wie gesagt, schaut euch nochmal um im Zeitungswesen. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Das Legacy, Nuclear Blast hat ja auch mal was draußen. Schaut dort mal nach. Und im Internet haben die auch ihre Auftritte. Und Visions und so viele Musikzeitungen, die, ja, na gut, die müssen ja auch irgendwie übernehmen. Ja, das war's dann für heute erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit neuen, alten Sachen. Ungesendetes Material. Also dann, bleibt viel neugierig, viel Spaß beim Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. We are Huntress and we have come a very long way from the United States for one purpose only and that is heavy metal! This next song is Spell Eater. It's the title track off our debut album, out now on Napalm Records! We'll be right back.
Thank you. Yes, there's a little story for you. I asked the tarot to reveal one song that would bring us success and bring us to Europe. This next song did just that. And it is called... Thank you.
Oh, and you too. Thank you.
jetzt hier rein vom Tisch, gelöpfe ist auf draus.
Country. Zu so später Stunde noch so zahlreich erschienen seid. Die Temperatur hat ja auch merklich nachgelassen. Vielleicht sollten wir ein paar Scheiter aufmünzen. Na, das wäre echt nett. Aber das passt zum nächsten Stück von der Niederkunft, das hier heißt Devils, Devils Everywhere. Thank you.
Scheint noch recht voll geworden zu sein. Sehr, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Passend zu den etwas abgekühlten Temperaturen ein Stück von Soul Teil 1. Das hier heißt Unter dem Gletscher. We'll be right back.
Gedächtnis aus Eis, tote Männer im Kristall, gefrorene Schatten im Querschlag. Ich bin dort, wo alles stillsteht und wartet. Risse im Gefirst, Feuchtigkeit aus einem Verhängnis, ganz nah beim Firmament. Es ist der Rundhau der Zeit.